Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Ich versuche zu diesem Teleportationsdingsbums zurückzukommen. Damit ich da dann möglichst nicht sterbe, bitte danke. Speichern. Ja, May. Huch. So, wo war das Ding? Hier unten war das. Ah! Aua. Lass mich. So, ich kann mich hiermit teleportieren, nämlich. Und zwar möchte ich gerne genau dahin. Hoch zum Ginso-Baum. Und ich wette, das hier wird ein sehr, sehr schwieriger Part für mich. Denn ich kenne diese Stelle ja und ich weiß, dass sie mich das letzte Mal sowas von an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Es war wirklich nicht mehr feierlich, Leute. Es war nicht mehr feierlich. Am Ende musste mein Freund übernehmen, weil ich sonst wirklich meinen Controller einfach zerstört hätte. Das ist, Ori ist halt einfach auch so ein reines Jump-and-Run-Ding. Und jetzt können wir tatsächlich in den Ginso-Baum hinein. Wir haben die Wasserader platziert. Und sind jetzt mittendrin im Ginso-Baum. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Okay, noch ist es nicht so schlimm. Hallo Facebook, freut mich, deine Bekanntschaft mal wieder zu machen hier. Oh, ach, das sind diese komischen Portale, genau. Also das hier sind sozusagen Portale, durch die ich von einer Seite auf die andere komme. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Oh, das da oben kann ich schon mal, das ist schön. Kann ich das, kann ich sein nach oben schicken, damit er das Fieder endlich tötet? Ach. Du kannst auf unstabilem Boden keine sehr... Ja, das war mir klar. Dann mache ich das halt hier. So, da kann ich eine Seelenverbindung herstellen. Es ist zwar nur ein Sprung, den ich hier... Okay, es ist tot. Es ist tot. Es ist tot. Das ist gut. Tote Sachen sind gute Sachen. Ich hoffe, dass ich hier ganz oft diese blauen Dinger zum Speichern finde. Ganz, 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 ganz oft. Hier komme ich doch bestimmt rein. Jawohl, natürlich komme ich hier rein. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt wird hier definitiv gespeichert. Aber sowas von wird hier gespeichert. Ach, ich kann ja wieder Fähigkeitsdingsbums aktivieren. Einsammelbare... Ich will ja eigentlich, wenn möglich, alle Fähigkeiten bekommen. Ermöglicht es, um durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Das wäre mega geil. Halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Das wäre mega gut. Verringert den Schaden, der die Feinde verursacht. Oh, das ist auch voll gut. Was haben wir hier? Erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, vier Ziele auf einmal zu treffen. Erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme. Ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufahren. Oh Gott, das ist alles so gut. Ach, das Ding kann ich gar nicht angreifen, hä? Jetzt muss ich kurz aufpassen, wo ich hier lande. Das ist nämlich ziemlich kompliziert teilweise. Ich finde diese Musik einfach mega episch. Oh Gott! Oh Gott, verdammt. Aber genau das ist es, was ich gemeint habe, Leute. Das ist ein unfassbar schwieriges Level. Und ich muss zugeben, es ist unglaublich nervig. Äh.
Gott, Gott, bitte! Nein, 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 nein! Nein! Bitte nicht, bitte nicht! Nein! Oh Gott, verdammte Hacke, noch eins. Oh, bei sowas kriege ich die Krätze, ehrlich. Ups, jetzt bin ich hier unten. Das wollte ich nicht. Ich war doch schon so weit. Ich war doch schon so weit. Ich möchte nicht. Und auf instabilem Boden kann ich keine verkackte Seelenverbindung aufrechterhalten. So, jetzt direkt. Ich wette, das wird ein sehr langer Part. Sowohl für euch als auch für mich. Ich würde ja so gerne hier einfach eine Seelenverbindung machen, aber ich kann nicht. Ich darf nicht. Das ist so nervig. Oh. Speichern. Speichern. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ich muss auf die andere Seite. Oh. Ich kann noch nicht mal dieses Ding aktivieren, weil ich keine Stichflamme habe. Oh, Jesus Christ. Okay, einmal kurz hier rüber. Denn hier vorne, drüben, da. Da ist er. Nein! Ich möchte da. Ach, scheiße, nein, ich muss da hin. Richtig. Bah. Ich brauche bitte irgendwas zum Speichern. Bitte. Ich will nicht wieder ganz von vorne anfangen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. God damn it, nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, es ist so schwierig. Oh Gott, es ist so schwierig. Okay, Leute, das wird schwierig. Wenn ich nur einmal speichern kann, warum zum Maker kann ich nur einmal speichern? Das ist doch zum Kotzen. Wehe, du tötest mich. Ich sterbe. Ich sterbe, natürlich sterbe ich. Wer hätte es denn anders gedacht? Okay, das wird hier zeitweise echt zu einem Rage-Game für mich, Leute. Wir müssen das Herz des Baumes finden. Das Vieh ist ein Lichtball. Es kann fliegen. Wie wäre es, wenn du dieses Herz des Baumes einfach selbst findest und mich da aus dem Spiel lässt? Du kannst das sehr gut alleine. Du bist ein großes, erwachsenes Lichtkugel-Dingsi. Und ich wette, du machst das ganz wundervoll. Auch ohne meine Hilfe. Und jetzt sterbe ich auch noch. Ach ja, stimmt ja. Konnte ich ja nicht aktivieren. Naja, zumindest kriege ich jetzt Leben wieder. Das ist schon mal viel wert. Aber... wie komme ich da hin? Wie zum Henker komme ich da drüben hin? Das wüsste ich gerne noch. Ach, ich würde so gerne speichern können. Wow. Nice. Oh, das ist ein verkacktes Rätsel, oder? Ja, ist es.
Und das wird eine sehr, sehr lange Folge. Ich kann mich nur wiederholen. Denn ich habe keine Ahnung, wie lange ich das hier noch durchziehen werde. Bis es endlich mal zu irgendwas kommt, was mich weiterbringt. Unter anderem ein Grund, warum ich dieses Level nicht mag. Ich liebe die Story von diesem Spiel. Ich liebe dieses Spiel allgemein, weil es einfach ein wundervolles Spiel ist. Aber es gibt Momente, es gab Momente und es gibt Momente, wo ich es einfach nur hasse und gerne gegen die nächste Wand schleudern möchte. Ich muss mal kurz meine Energy wegstellen, ich sehe nämlich nichts. Oh. Ups, ein bisschen geschlabbert. Der war noch voller, als ich gedacht habe. Kaum Energy getrunken heute. Ist auch nicht so gesund, wenn man krank ist, ne? Diese Logik, Leute. Gebt euch diese Logik. Die Logik eines verzweifelnden Menschen. Ich möchte jetzt gerne dieses verkackte Level irgendwie beenden. Ich möchte gerne irgendwie einfach nur weiterkommen. Okay, so weit, so gut. Das ist ja schon mal was, wo wir mittlerweile ziemlich Routine drin haben. Und wo wir auch sehr gut weiterkommen. Ab hier wird's knifflig, Leute. Denn diese bekackte Spinne war das, was uns noch im Weg war. Können wir hier rüber, ist die Frage. Klar können wir rüber. Bitte ohne zu sterben, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, danke. Oh, holy shit. Holy shit. Oh Gott, vielen Dank. Ups. Ups. Okay. So. Und hier wird jetzt sowas von gespeichert. Oh mein Gott. Gut, 10 Minuten habe ich von dem Video. Oh. Ich habe nur 2 Leben verloren. Ich habe nur 2 verkackte Leben verloren. Oh, das ist gar kein Rätsel. Das ist einfach nur unfassbar schwierig. So, bitte. Jetzt hier einmal rüber und speichern. Und sowas von speichern. Und jetzt, wie mache ich das jetzt? Ach, mit der Stichflamme, richtig? Nein. Verkackte Scheiße. Wie mache ich denn das? Hä, was muss ich tun? Achso, hier kann ich runter, richtig? Ja, hier kann ich runter. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier! Ah, oh, bingo. Ah, jetzt habe ich... Ach, scheiße, jetzt habe ich die Hälfte meines Speicherdingsbums verbraucht. Bäm. Okay, das ist cool. Ah, jetzt muss ich... Ah, ja, okay. Ich kann die Dinger umleiten, richtig? Allerdings. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich verstehe nicht ganz. Wartet. Ach, ich verstehe. Doch, ich verstehe. Doch, ich glaube, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wartet, ich versuche einfach mal, das Ding jetzt hier reinzuschieben. Dann steht das nämlich... Dann ist es wieder da oben. Okay. Aber da muss ich doch... Wartet. Wenn ich jetzt hier hingehe. Dann hier hoch. Dann kann ich nämlich das Ding hier runterschieben, weil das brauche ich ja auch. So. Dann schiebe ich das jetzt nämlich hier rüber.
damit da dann das umgeleitet wird. So. Jetzt wird das nämlich darüber geleitet. Ups. Ich komme dem mal hinterher. So, und dann geht es nämlich hier weiter. Und jetzt würde ich das aber, glaube ich, ganz gerne wieder umleiten. Denn ich habe keine Lust, dass hier nachher... Oder brauche ich das da oben noch? Das wäre natürlich scheiße, wenn ich das da oben irgendwo noch brauchen würde. Nee, aber sieht nicht so aus. Oh, Leute, meine Güte. Und einmal Fähigkeitenbaum öffnen. Bringt mir aber nichts, weil ich kein Level ab. Wer ist bescheuert? Oh, ich hätte vielleicht hier speichern sollen. Das sieht nach einem fiesen Bosskampf aus. Okay, let's go. Was wird das? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was hier passiert und was ich tun muss. Ich glaube, ich muss das Ding... Ich muss das Ding einfach plätten, richtig? Ich wette, ich muss das Ding einfach nur plätten. Ist immer dasselbe. Jupp. Hey, das war ja richtig easy. Meine Güte. Okay, weiter geht's. Leben. Wow. Das war cool. Holy shit, wie soll ich das denn machen? Meine Fresse. Okay, hier wird nochmal gespeichert. Aua. Okay. Okay, ja gut. Das war... Aha, einfacher als gedacht. So, wieder Leben zurückholen. Zwei davon habe ich, genau. Ah, wow. Drei! Wo bin ich denn? Ach, da unten bin ich jetzt. Huppa. Okay, jetzt habe ich alle vier. Tatsächlich, ich habe es geschafft. Und jetzt wird's interessant. Freunde der Nacht. Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rehm, Rehm. Rehm war agil, er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Ich liebe diese Bäume. Ich finde sie so cool. Diese Animation, die dann kommt, das ist einfach unfassbar gut. Ich liebe es. Du hast das Stoßen erlernt. Okay, das klingt seltsam. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Das ist eine ziemlich geniale Fähigkeit, die ich euch hier oben gleich direkt mal demonstrieren kann. Puff. So kann ich mich nämlich in eine Richtung katapultieren. Das kann ich auch mit so Lichtbällen machen, die Gegner auf mich schießen. Und damit kann ich mich dann in eine Richtung katapultieren und die Geschosse der Gegner in eine andere Richtung. Was eine ziemlich geniale Fähigkeit ist, wenn ich ehrlich bin. Die ich auch ziemlich feiere. Okay. Affe?
Haha. Jetzt habe ich den nämlich benutzt, um hier rüber zu kommen. Hier genauso. Geht es jetzt quasi darum, einmal zu speichern und dann unbeschadet hier rüber zu kommen. Hier genauso. Möglichst nicht, wenn gerade ein Projektil hier in Richtung unterwegs ist. Das wird jetzt ganz witzig. Puff. Zack. So kann ich mir das nämlich einsammeln. Und hier einmal in die andere Richtung. Zack. Hey, warum hat das nicht funktioniert? Nein, andere Richtung, verdammt. Ich will das Projektil doch in diese Richtung haben. Bäm, genau. So, jetzt muss ich nur versuchen, mich selbst da irgendwie noch hoch zu katapultieren. Zack. Ich will aber einmal in diese Richtung hier. Was nicht funktioniert. Au! Das hat mich getroffen. Verdammte Scheiße. Okay, wartet, Leute. Was ich jetzt tun werde, ist. Ah! Niesen, weil meine Nase juckt. Was ich jetzt tun werde, ist, den Part einmal zu beenden. Denn ich bin schon wieder bei 20 Minuten. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Es war ein sehr, sehr nerviger Part, aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und ich denke, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen ruhiger vonstatten gehen. Ich hoffe es zumindest. Sobald wir dieses Level beendet haben und den Baum wieder mit Leben, beziehungsweise in diesem Fall Wasser gefüllt haben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.